Die Tradition verlangt, dass wir den Sternengöttern eine Hymne bringen. Schon wieder? Way down! Willkommen zum Atlantis-Werkstatt-Vlog. Das ist die Folge 4 wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge wir die Dinger raushauen. Bei mir ist die fantastische Lucy. Gut, und ich habe mir gedacht, wir beide könnten uns jetzt mal über ein Thema unterhalten. Perry Rhodan wird ja von einem Autorenteam geschrieben, nicht nur von einem oder drei Autoren, sondern von ganz, ganz vielen, auch verschiedenen Teams. Für jede Serie gibt es ein eigenes Team. Und die Frage ist, wie funktioniert denn sowas überhaupt? Das wird man tatsächlich immer wieder gefragt. Erklärt man auch gerne immer wieder, ne? Wir haben jetzt natürlich ganz besondere Erfahrungen zusammen, weil wir nicht nur bei einer Serie zusammengearbeitet haben, sondern bei einer, zwei, vier. Vier. Bei vier. Also wir haben ursprünglich für beide für Matrix, Lucy schreibt immer noch für Matrix. Lass das Mike nicht hören, der hofft, dass du auch noch für Matrix schreibst. Ich schreibe nochmal ein. Wir wissen, dass sich diese Zusammenarbeit von Team zu Team extrem unterscheidet. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt einige Autoren, die wurschteln so vor sich hin und man hört irgendwie gar nichts von denen. Und bei anderen gibt es ständig irgendwie einen Flow miteinander. Was passiert da, was passiert da? Wie ist dein Schluss? Wie ist mein Anfang? Jetzt halte ich mich ein bisschen zurück, aus verständlichen Gründen, weil ich der Exposé-Autor für Atlantis bin. Aber du als Autorin, wie empfindest du oder die Unterschiede zwischen den einzelnen Exposé-Autoren? Jeder Chefautor leitet sein Team hier so ein bisschen anders. Puh, ja gut, ich kenne jetzt 1, 2, 3, 4, 5. mit dir sind es 5 Exposé-Autoren. Und es ist tatsächlich so, dass jeder so ein bisschen anders macht. Es gibt einige, da kriegt man sowas wirklich was komplett Vorgearbeitetes schon, an dem man sich dann entlang hangelt. Von anderen kriegt man relativ offene Vorgaben. Von anderen gar keine. Da heißt dann, komm, wir denken uns zusammen was aus. Also es ist überall anders. Im Fall von Atlantis war es jetzt eine gute Mischung, würde ich sagen. Das war so die Frage von Ben, wie hättest du es denn gern? Und ich habe dann gesagt, wie ich es gern hätte. Und dann habe ich so bekommen, wie ich es gern hätte. Jetzt habe ich, zum Glück können wir das schneiden. Ich weiß nämlich schon, ich habe dir so fasziniert zugehört, dass ich vergessen habe, was ich fragen wollte. Ach so. Und welcher Exposé-Autor war dein Liebster bis jetzt? Wenn ich jetzt das Falsche sage, schmeißt er mich aus dem Studio. Ben, natürlich. Ah, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Rainer Rüdiger ist nicht so gemein. Du hast es eben schon kurz angedeutet. Es kann ja durchaus sein, dass diese Autoren, ich meine, jeder schreibt so vor sich hin, du hast quasi ja nur deinen eigenen Rechner vor dir und dein eigenes Büro. Teilweise wohnen und leben wir ja in ganz Deutschland verstreut. Wie funktioniert denn das, dass jeder seinen Roman so schreibt, dass da keine Widersprüche drin sind? Gute Connections, würde ich sagen. Ich frage mich immer, wie das vor 30 Jahren funktioniert hat, ehrlich gesagt. Frage ich mich auch. Weil heutzutage hat man ja E-Mail, man hat WhatsApp, man hat, was ich hier kennengelernt habe, ist Slack, kannte ich vorher noch nicht. Slack ist eine Software für große Teams, um die Zusammenarbeit übers Internet mit Teams quasi zu, also sowas ähnliches wie Teams. Nur ohne Video. Ja, stimmt. Ja, es gibt also, auch, ja, egal. Ja. Bei Slack finde ich es wirklich sehr praktisch. Da sind alle zusammen drin, die in diesem Projekt mitarbeiten und dann kann man sich über verschiedene Kanäle austauschen. Es gibt Kanäle für Recherche, es gibt welche für allgemeine Fragen. Man kann 1:1 Gespräche führen. Und kann sich auf die Weise immer sehr gut und sehr kurzfristig auch austauschen. Also wenn man das auf seinem Handy hat, dann kriegt man immer sofort, wenn jemand was fragt, ein Bing. Ben hat eine Frage oder Ben hat eine Antwort oder sonst irgendwas. Und dann kann man sich darüber absprechen, ja, wie der Anschluss von einer auf die andere Szene sein soll. Also wenn es um Übergänge von Roman zu Roman geht. Darum, wie Figuren angelegt werden sollen, was die anhaben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. So, Moment, was hatte die und die bei dir im Roman nochmal an? Und passt das zu dem, was sie bei mir anhaben? 90% dieser Zeit in diesem Chat geht dafür drauf, zu klären, was wer wann anhat. Das ist auch keine Blöde. Also eigentlich ist es wirklich, man sollte in diesen Datenblättern immer noch die Garderobe vermerken, finde ich. Also, das ändert sich ja von Roman zu Roman unter Umständen, ne? Ja, wir haben ja auch Datenblätter, wo dann drin steht, solche Sachen, die sich nicht ändern, Augenfarbe, Haarfarbe, Charaktereigenschaften, mit denen kann man arbeiten. Aber das nützt einem ja nichts, dieses Datenblatt, wenn man sich fragt, was zum Teufel hat sie jetzt gerade an? Also, ich fand es auch bei Matrix, fand ich das immer sehr lustig, dass es ja tatsächlich so eine Liste gab, so einen Plan, wer jetzt wann welche Waffe hat. Ja? Also es gab irgendwie nur 5 Waffen oder so und da musste man die quasi tracken. Also musste dann den Überblick bewahren. Das ist aber durchaus hilfreich. Ne? Also weil das sind so profane Fragen, stellen sich wahrscheinlich die Leser überhaupt nicht. Aber wenn man am Schreiben ist und fragt sich dann,
Die kommt jetzt gerade aus dem Dschungel gestolpert. Wie sieht die denn aus? Was hat die für, wie wirkt die auf jemanden, der ihr vorher noch nie begegnet ist? Und, ja, und da, die Garderobenfrage ist tatsächlich in Atlantis sehr wichtig gewesen am Anfang. Was würdest du dir anders wünschen? Eigentlich nichts. Ich finde die Zusammenarbeit so mit momentan sehr, sehr gut. Also das würde ich mir tatsächlich sogar für andere Teams wünschen, dass das über so ein Portal funktioniert, weil es einfach so kurze Wege sind. Ne? Ansonsten musst du immer jemanden anmailen und musst hoffen, dass er gerade bei Facebook ist oder musst sonst irgendwie drauf warten, dass du mit jemandem in Kontakt treten kannst, weil es guckt ja auch nicht jeder täglich in seine E-Mails. Auch Peter Dachgruber, ne? den habe ich ja in Dauerbeschlag irgendwie so. Kann ein Raumschiff dies, kann ein Raumschiff das? Was passiert, wenn jemand da und da steht, wenn ein Raumschiff startet? Solche Sachen, ja, also das ist schon sehr hilfreich, wenn man an jemanden so Fachkundiges wie den Peter hat, der relativ schnell auf solche Sachen antwortet und einem dann weiterhilft und häufig auch einem die ganze Szene durcheinander schmeißt, weil er sagt, das geht so nicht. Also wir haben jetzt gerade auch eine weitere Personalie verraten, aber es ist kein Geheimnis, der Peter Dachgruber ist unser technischer Berater bei Perry Roden Atlantis. Das ist die Rolle, die er auch bei Neo inne hat und bei, ich glaube, bei, ich weiß nicht, welchen. Überall, oder? Mittlerweile überall. Der Rainer ist halt derjenige, der meine Ideen quasi erstmal. Der Rainer? Bitte? Du hast gesagt, der Rainer? Peter. Du hast gesagt, der Rainer. Verdammt. weil ich an Rainer Castor dachte. Der Peter ist also derjenige, der meine Ideen auseinandernimmt, der sagt, wie Lucy es eben gerade schon erzählt hat, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Und dann muss ich mich immer ärgern, weil meine ganze tolle Romanidee in die Tonne wandert. Aber es ist ganz wichtig, so jemanden zu haben. Ja. Du hast als Autor hast du eben auch nicht alles auf dem Schirm, ne? Ja, und ganz ehrlich, ich bin kein Experte für Physik oder sowas. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann ein Raumschiff, hatten wir bei Neo neulich, ob ein Raumschiff da und da in der Höhe landen kann oder ob unten drunter alles weggeschmort wird dann. Also das ist dann schon gut, wenn jemand da ist, der einem sagt, das geht so nicht. Mhm. Auch wenn es einen dann leider dazu bringt, nochmal die ganze Szene umschreiben zu müssen. Wie oft kommt das denn vor, dass du ein Exposé bekommst? Du schreibst einen Roman nach dem Exposé und dann alarmiert dich quasi der Autor des Vorgänger oder des nachfolgenden Bands. Ich habe das und das gemacht und deine tolle Idee, die eigentlich im Exposé so drinsteht, fällt damit völlig auseinander. Wie oft kommt das vor? Ah, das ist jetzt noch nicht so häufig gekommen. Es waren so Kleinigkeiten, dass man so sagt, so, oh, bei mir bekommt sie jetzt den und den Gegenstand, den müsstest du noch einbauen oder sowas. Das kommt schon mal vor, aber dass sowas wirklich komplett gesprengt wird dadurch, dass jemand anderes was geschrieben hat, das ist eigentlich bis jetzt noch nicht vorgekommen. Das macht der Peter. Aber eine tolle Anekdote fällt mir da ein. Du hattest einer unserer Figuren, unserer Hauptfiguren, die wolltest du etwas herschenken lassen oder etwas eintauschen lassen, was sie nicht hatte. Und ich, da ich ja den ersten Band, sie schreibt den zweiten, geschrieben hatte, musste diesen Gegenstand sie dann quasi haben lassen. Und ich fand das dann lustig. Ja, wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Ja, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Dann habe ich dann irgendwas dazu erfunden, wie das Teil jetzt aussieht. Und wie hast du dann geschrieben? Ich habe gesagt, eigentlich habe ich jetzt so ein schlechtes Gewissen, dass sie es eintauscht, weil es ist so schön geworden. Was das für ein toller Gegenstand ist, und ob wer es wegtauscht und gegen was, das erfährst du, wenn du diesen betreffenden Roman liest. Das ist Band 2 von Perry Roden Atlantis. Band 1 kommt am, ich glaube, 18.03.2022 in den Handel. Und ab dann kannst du diese Abenteuer von Perry Roden auf dem versunkenen Kontinent verfolgen. Lucy und ich sagen tschö, bis die Tage. Tschüss.